Ja, ich habe am 15.09. hier mit einigen auch Anwesenden eine Friedensdemonstration hier in Berlin organisiert. Eine Friedensdemonstration, wo wir darauf aufmerksam machen wollten, inwieweit Deutschland in die Kriege verstrickt ist. Wir haben gesagt, Schluss mit euren Kriegen, denn Kriege werden von Deutschland immer mitgefördert durch Waffenexporte, seien es U-Boote, seien es Leopardpanzer. Diese Sachen sind nicht zu dulden. Und warum ich jetzt auch das Wort ergreife, ist auch einfach, dass momentan Flüchtlinge, die durch eben halt diese geförderten Kriege jetzt hier in Deutschland auch gibt, aus den Gründen, warum wir auch dieses Umbrella Peace hat ins Leben gerufen haben und weshalb ich auch Ute unterstütze, dass diese Flüchtlinge jetzt auf dem Weg nach Berlin sind und auch circa zwischen 3. und 5. Oktober in Potsdam sein werden. Und wir haben uns entschlossen, wir möchten diesen Flüchtlingen unseren Respekt zeigen und wir möchten diese Flüchtlinge unterstützen. Daher haben wir uns entschlossen, wir möchten mit diesen Flüchtlingen zusammen von Potsdam nach Berlin laufen, weil wir einfach dieses Leid, was diesen Menschen wieder erfährt, was denen angetan wird, das teilen wir einfach, weil uns das einfach unheimlich wehtut. Aber wir haben einfach auch nicht die Macht, um etwas dagegen zu tun. Also diese Macht, um der Politik zu sagen, hört auf damit, Waffen zu exportieren. Da werden teilweise Waffenfabriken in fremden Städten gebaut. Damit muss einfach Schluss sein. Und ich möchte einfach auch viele, viele Leute dazu einladen, einfach diesen Flüchtlingen irgendwie in irgendeiner Weise Unterstützung zukommen zu lassen. Und darüber findet man dann auch im Internet einiges. Wer dann noch Fragen hatte, sollte mich gleich nochmal ansprechen. Danke. Genau. So, ich möchte auch kurz was dazu sagen, warum ich hier bin. Einmal, weil ich Ute begegnet bin und auch den anderen, unter anderem auf der Demo letzte Woche. Und meine persönlichen Gründe sind, im Grunde ist der ganz persönliche Grund hinter mir, meine Tochter, die mir jeden Tag zeigt, was das für ein Glück ist, hier zu leben, zusammen mit euch hier in diesem Platz zu sein und keine Angst zu haben, dass wir bombardiert werden oder von irgendwelchen Leuten getötet werden. Und da ist es mir auch sehr wichtig auszusprechen, die Verantwortung, was Ute vorhin meinte, die Verantwortung unserer Regierung, letztlich auch unsere Verantwortung, weil wenn wir nämlich passiv bleiben, wird es weiter so sein und bleiben, wie es jetzt ist. Aber wenn wir sagen, dass wir das nicht mehr so wollen, dann werden unsere Regierungen irgendwann auch nicht mehr einfach die NATO nach Libyen schicken können unter irgendwelchen Vorwänden und 60.000 Zivilisten wegbomben, was häufig auch gerne von der Presse verschwiegen wird. Und das Gleiche passiert jetzt in Syrien. Und ich habe dieses Bild vorhin gesehen, ich habe das schon mal gesehen, dieser Vierjährige, der aufgehängt wurde. Genau, und ich bin auch hier, um meinen Schmerz und meine Trauer darüber zu zeigen und zu teilen. Ich finde es einfach unglaublich und es tut mir so weh, wenn ich meine Tochter sehe und einen solchen Jungen da sehe. Und ich hoffe halt einfach, dass es euch auch so geht und auch den anderen vielleicht, wenn ihr es weitertragt, wenn andere Menschen davon mitbekommen, die sich wirklich berühren lassen. Weil man kann das immer so schnell wegdenken und wegreden, das ist immer so einfach. Es sind dann irgendwelche Zahlen und irgendwelche bösen Leute oder so, aber es sind Menschen wie wir hier auch. Das möchte ich vorweg gesagt haben. Ich werde jetzt ein Lied spielen, das ich meiner Tochter geschrieben habe, als sie noch im Bauch war. Das spiele ich gewissermaßen dem Jungen. Und ich mache es jetzt doch durchs Mikrofon, weil ich glaube, dann kann man es besser hören. Thank you.
Du trägst die Sehnsucht nach Leben in dir selber. Du brauchst nur dich, um dir davon zu erzählen. Du bist die Sehnsucht des Lebens nach sich selber. Und ich lass dich deinen eigenen Weg wählen. Ich hülle meine Hand um dich und ich forme deinem Körper ein Zuhause. Ich öffne meine Hand und ich lass dich fliegen, wohin du willst, wohin du willst, du willst. Es gibt da ein, zwei Menschen, die dich sehen. Ein, zwei Menschen, die dich fühlen. Auch wenn wir nicht alles, was du bist, verstehen, so lassen wir dich doch deinen eigenen Weg gehen. Ich hülle meine Hand um dich. Und ich forme deinem Körper ein Zuhause. Ich öffne meine Hand und ich lass dich fliegen, wohin du willst, wohin du willst. Ich öffne meine Hand und ich lass dich fliegen. Du willst.